Beispielbrand in Äthiopien beispielsweise hatte 2003 eine der größten Hungersnoten aller Zeiten. Gleichzeitig war Äthiopien der größte Getreideexporteur ganz Afrikas. Also es sind paradoxe Zustände, die mich dazu bewegt haben, mal meine Ernährungsweise zu hinterfragen und zu sagen, hey, wenn du wirklich was an der Welt verändern, verbessern willst, dann musst du erstmal bei dir anfangen und dann musst du bei deiner Ernährung anfangen. Hi Leute, hi. Ich habe heute einen David bei mir und ich wollte dich heute einfach mal, ja, zu deinem Rohkostreinigungsweg befragen, wie du dazu gekommen bist. Das war jetzt ungefähr vor 6 Jahren. Genau, da hat es so angefangen und dann bin ich erstmal vegetarisch geworden, dann bin ich vegan geworden, dann habe ich Gluten weggelassen, dann habe ich Zucker weggelassen. Genau. Und jetzt seit 2 Jahren rohköstlich. Ja. Und das hat nochmal alles verändert. Ja, das hat bei mir auch alles auf den Kopf gestellt. Okay. Ja. Weil durch Rohkost bin ich dann auch wirklich an meine tiefsten, sag ich mal, Traumas und Probleme, da bin ich viel mehr reingekommen. Also ich finde, ich sage immer, die Rohkost durch das ganze Grün, was man dann aufnimmt, bringt Licht in den Körper. Ja. Und es bringt Licht an die dunklen Stellen, auch im Körper und im Bewusstsein. Ja. Und da hat man die Möglichkeit, seine Trauma, seine Konflikte aufzuarbeiten. Ja, genau. Und das ist diese wunderbare Möglichkeit. Ja? Ich habe ja mal ein Video gemacht, das heißt, Rohkost heilt alle Krankheiten. Es ist nicht so, dass die Rohkost an sich heilt, sondern die hebt es alles ins Bewusstsein, dass wir es bearbeiten können, unsere Themen, und uns dadurch heilen können. Man braucht 3-mal so viel Mineralien, wie wenn man sich normal ernährt, wenn man die entgiftet. Denn wenn man die Gifte nicht bindet mit vielen Mineralien, kommt es zu einer Rückvergiftung. Und dann habt ihr Kopfschmerzen, ihr habt irgendwie Entgiftung, Erscheinung, ja, Bauchschmerzen. Wenn ihr das aber hochdosiert in euren Körper bringt, dieses Licht, dann hilft es euch dabei, diese Prozesse zu verbessern, ja, den Stoffwechsel anzukurbeln und alles aufzuleiten. Also ich finde, man ist da nie am Ende angelangt seiner Entwicklung, auch ernährungstechnisch. Man kann sich immer noch ein bisschen weiterentwickeln.